Wow, keine gute Probe. Ja, du rätselst und reibst so ein bisschen über deine Stirn und über deine Wange und ah, was könnte das sein? Du guckst dich jetzt so ein bisschen im Alchemielabor um, hustest nochmal so ein bisschen ekelhaft, so ein bisschen, ja, ekelhafter Schleim, der sich in deiner Lunge gebildet hat und deine Lunge brennt auch ekelhaft. Aber die Phiole war nicht beschriftet, es wird trotzdem venenig sein, also Gift und Schlafgift, ja, in hoher Qualität. Also entweder wacht er in einer halben Stunde ungefähr auf oder vielleicht in einem halben Jahr. Also die Probe, also ich habe mir gerade nachgeguckt, Versalis Somnigravis. ich schlafe eigentlich, muss beim Einnehmen und ich schlafe dann bloß durch. Heißt nicht, ich schlafe, wenn man nicht mich weckt, ist kein Problem. Ab Quali 11 ist es schon ein Du Problem. brauchst ein Nein. Reversalis-Elixier. Richtig. Dort, ich lese mal vor, was hier steht. F, alle verloren, LEP, wenn über Nacht zurückgewonnen, Nee, jegliche Erschöpfung Schlafgift. Nicht Trunk, Gift, Ach, Armin. Schlafgift. Ah, sorry. Das Opfer kann aus dem Schlaf nur noch mit Zauberei oder einem Reversalis, Somnigravis, geweckt werden. Ja, Beziehungsweise mit dem Gegengift. dann ja. Ich habe ein Antidot. Falls jetzt niemand ein Reversalis Somnigravis kann. Also Isarun, du rätselst halt ein bisschen. Es ist ein Gift. Und Isarun, was hat er denn? Du siehst mittlerweile, wie irgendetwas in Rafims Rüstung da mittlerweile steht, angegürtet. Rafim selber siehst du nicht, aber die Waffe ist in der Hand und du kannst die Armplatten sehen. Er ist unsichtbar. Oh, hier ist ja alles voll mit diesem Sabber, ist das widerlich. Oh. Ja, allerdings, ich weiß nicht genau, ich denke, es könnte ein Schlafgift sein, was Abel mir erwischt hatte. Und dann wird er doch sicherlich gut erholt wieder aufwachen. Warum nimmst du hier Nein, nicht? es Ich ist reiche ein mal Gift. Boltax zu ihr rüber. Warum nimmst Ja. du nicht einen armen Boltax und ich trage Abel mir hinauf? Oh, ja, Isarun, könntest du. Ich weiß nicht, was habe ich denn abbekommen? Offensichtlich fliege ich. Es ist ein sehr angenehmes Gefühl, muss ich zugeben. Aber ja, es wäre doch ganz schön, wenn ich wieder den weichen Erdboden unter meinen Füßen verspüren könnte. Denn die Luft ist doch dann wirklich nicht so mein Element. Ja, kann ich verstehen. Das hatten wir tatsächlich schon einmal damals in Gareth. Lasst mich einmal überlegen. Ich denke, das Jan. ist relativ schnell, sollte es wieder maximal eine Stunde, bis ihr wieder auf dem Boden seid. Jalan, du bist ja nicht ganz sicher. Vielleicht ist es die schlechte Luft hier drin und deine stechende Lunge, aber die Rüstung, die du anhast, ist echt schwer mittlerweile. Du musst dich aber auf den Boden hinsetzen und ausruhen. Schnaufst ganz schön. Und ich werde nicht anfangen, in diesem Labor meine Rüstungsteile auszuziehen, also ruhe ich erstmal ein wenig und streiche aber mir sanft durchs Haar und hoffe, dass er schöne Dinge träumt. Oh, Isarun, Ja. Was denn? Siehst du hier vielleicht ein paar schöne Steinklumpen oder so etwas auf dem Boden liegen und könntest sie in meine Tasche legen? Vielleicht hilft das. Kann das nicht Jalan machen? Jalan, sucht mal ein paar schöne Steine zusammen. Ich möchte mir jetzt echt mal erst die Elixiere anschauen. Vielleicht finde ich ja ein Gegenmittel. Aber warum muss es denn so eilig sein? Ich passe gerade erstmal auf Abel mir auf. Weil es hier stinkt. Greife einfach Boltax aus der Luft und ziehe ihn nach unten. Boltax, du musst auf dem Boden bleiben. Was soll Ja, denn dieses Rumgefliege hier? solche Höhenflüge. Ach. Aber Du kannst mich doch sehen, Boltax, oder? Ja, ich sehe, dass du da bist. Also, ich sehe deinen Körper nicht, aber ich höre deine Stimme und ich vernehme deine wohlig angenehme Ausdünstung. Also, ja. Ich habe einen einzigartigen Duft, möchtest du damit sagen? Habe ich auch schon gedacht. Richtig, richtig. Kannst du mir vielleicht ein paar schwere Steine geben? Ja, warte. Ich würde irgendwas vom Boden auflesen. Ja, das würde ich dann in meine Tasche füllen, sodass ich zumindest auf dem Boden stehen kann. Was ist denn jetzt hier mit Abel mir? Warum sitzt der da wie so ein. Ja, der liegt da ja eher wie so eine kaputte Kartoffel. Der Ja. Schlafgift, habe ich ja schon gesagt. Würfel mir mal eine Hauswirtschaftsprobe. Also du findest hier alles an der Chemikern. Das Problem ist nur, dass du musst es halt auch finden, weil hier ist Unordnung. Du siehst, wie hier verrostete Kessel umherstehen, irgendwelche ekelhaften, durchnässten Papiere, rostig lediertes Arbeitsgerät, schmutzige Notizen, versäte Buchfragmente, alles irgendwie feucht schimmelig und irgendwelche Glasgefäße, die wohl nicht mehr wirklich aus Glas bestehen, sondern angelaufen sind. Aber nach einer gewissen Suche kannst du tatsächlich auch einen kleinen Vorrat finden mit Gegengiften aller Art, die wohl eher für Forschung oder zum Weiterkochen versehen waren und kannst dann so ein bisschen, nachdem du fünf, sechs andere Elixiere aus dieser Kiste rausgekramt hast, kannst du dann das richtige Gegengift für Abelmir finden.
Ja, dann werde ich ihm das auch sogleich verabreichen. Wie sieht es denn mit anderen Sachen aus? Lässt sich, oder schätze ich ein, dass sich Jalans Rüstung noch irgendwie retten lässt? Also ist das nur ein temporärer Effekt oder ist die jetzt eh schon hinüber? Du kannst davon ausgehen, dass die kaputt ist. Na. Sie hatte einen Eisenrost, die kann den Effekt, sie weiß, dass man den Effekt reversalisieren kann. Ja, aber wenn sie schon kaputt ist, nicht? Doch. Doch, kann man mit Reversalis Eisenrost, kann man die Rüstung wiederstellen. Oh, kostet eigentlich verdoppelt. Dann gib mir mal ein Plus oder ein Minus. Also Jalan gibt mir ein Plus oder ein Minus. Und du willst hier keinen Minus würfeln. Wir können Minus würfeln. Würfeln wir also an nichts. Ja, nee, also du findest eine zerbrochene Fiole, wo wohl noch Reste da waren. Kennt sich jetzt mit Alchemie auch nicht so gut aus. Also du kannst zwar schon die ganzen Praios gefälligen Tränke, aber du kannst zumindest mit dem Rest das weitere Modern und Rosten deiner Kleidung dann aufhalten, aber der Rüstungsschutz ist definitiv nicht mehr so gegeben, wie er vorher war. Dann sag mir mal Werte an. Alle Rüstungsschutzteile minus 1 und dein Schildbruchfaktor plus 2. Okay, Arthas Kettenhand wirkte sich nicht aus, da das aus Zwergensilber besteht. Ja, ist okay. Gut, ansonsten, Eulentränen könntet ihr finden, Geheimtinte, kaltes Licht, Pyrophor, beziehungsweise nicht nur Pyrophor, sondern dann eben auch in einer Ignisphäre-Variante, der dann magischen Schaden macht. Schattenkreide zusammen mit Brille, Tränenkraut, ihr findet Tränke, die beschriftet sind mit FF, IN, KL, Resp, dann findet ihr einfach nur noch irgendwas, was mit Öl beschriftet wurde. Dann gibt es M-Öl, was direkt daneben steht. Eine Fiole ist wohl komplett unleserlich beschriftet. Angstgift, Bandstaub. Dann ist eine Fiole nur beschriftet mit Halb. Eine ist mit einer Kröte, ist ja wohl drauf gemalt worden. Eine hat eine Zarflagge drauf. Das ist allerdings wohl nicht das Mittel, was Jalan getroffen hat. Sieht so ein bisschen schimmernd aus. So staubartig. Ein Elixier ist mit Luft, mit dem alchemistischen Symbol oder dem elementaren Luftsymbol bekritzelt, das andere mit Wasser. Das sind allerdings eine ganze Kiste voll. Also du würdest da 2W20 Fiolen mit dem Wassersymbol drauf finden, wo allerdings kein Wasser drin ist, sondern eine purpurartige Flüssigkeit. Und ein Elixier, was gar nicht beschriftet ist, und eine kleine Zwergenfigur, die da wohl drauf gemalt worden ist, auch die würdest du finden. Ansonsten eine ganze Kiste voll mit Kerzen, sind wahrscheinlich Beschwörungskerzen, und Retro-Elixier. Das ist tatsächlich das Einzige, was so richtig beschriftet ist. Ich bin ja inzwischen wieder auf den Beinen einigermaßen fit, hoffentlich. Ja, also du bist immer noch so gerädert und leidest so ein bisschen unter Schläfrigkeit, aber du bist wieder da. Finden wir eine Kiste, die dermaßen ausstaffiert ist, dass man dort Tränke transportieren kann? Ich wollte jetzt nicht einfach eine Kiste schmeißen, sondern ein bisschen schonend lagern mit Samt, keine Ahnung, so ein Quatsch. Ja, also du findest definitiv mehrere Kisten, die da auch für geeignet wären. Zwei von denen sind ja schon voll. Also zwei Kisten, eine von mit Beschwörungskerzen, die andere eben mit diesem Wasser, was purpurfarben ist, mit dem Wassersymbol drauf. Und die sind auch alle in Butter eingegossen. Also du würdest dann, wenn du durch die Kanalisation oder durch diese Höhle dann gehst, könntest du dann auch nach einiger Suche dann grob, du wirst so sicherlich eine halbe Stunde unterwegs sein, aber dann kannst du die Sachen auch alle in Butter eingießen. Trägt Mangrace noch Alchemiker an sich? Der hatte ja einen Gürtel gehabt, in den verschiedene Fiolen drin gesteckt haben. Findet sich da noch etwas? Ja, eine weitere Glasfiole ist wohl noch geladen und ihr könntet auch die Bela an euch nehmen. Dieses, wie gesagt, armbrustartige Gerät, wo man dann die Glaskapsel einspannen kann und dann auf kurze Distanzen verschießt. Ja, würde ich mal an mich nehmen. Des Weiteren würde ich mich natürlich nach alchemistischen Büchern umgucken, die da vielleicht rumstehen. Genau, da kannst du dich umsehen. Gib mir mal auch eine Hauswirtschaftsprobe. Sekunde. Zählt Vorratshaltung? Nee, wahrscheinlich nicht, oder? Vorratshaltung? Nee, es ist keine Vorratshaltung. Das ist eine gute Probe. Dann kannst du dir... Würfel mal ein B6. Dann kannst du dir drei Bücher aussuchen. Aus der großen Liste der Bücher. Und das machen wir später, würde ich sagen. Machen wir später.
Werde ich denn irgendwie wieder sichtbar in dieser halben Stunde? Passiert da irgendwas? Da gucken wir gerade mal auf das Unsichtbarkeitselixier. Lass mich nicht spoilern. Ich glaube, du bist 3 Monate unsichtbar. Gibt es ein Antidot? Natürlich gibt es ein Antidot. Ich glaube, er wird einfach nur von innen nach außen zuerst wieder sichtbar. Ja, ja. Das kommt dazu, aber du bist trotzdem, glaube ich, 3 Monate unsichtbar. Was? Der Anwender ist für 3 Monate unsichtbar. Der Prozess der Sichtbarwerdung erfolgt langsam und von innen nach außen. Ein wahrlich scheußlicher Anblick. Das machen wir. Du kannst einen Heiltrank 11 trinken, das beendet das sofort. Das ist ja langweilig. Ich würde mich auch nochmal umschauen in dem ganzen... Gerade mal, Levitationselixier, wie lange hält das denn? 1 Stunde. Maximal eine Stunde. Genau. Und ich würde auch... Ich glaube, einen Odem wirken, um zu gucken, ob hier noch was Magisches liegt. Lass mir Zeit und mach das Odem sichtbereit. Rafim, während ihr wartet und die anderen da so ein bisschen umherschauen, kannst du wohl noch sehen, wie 2 Skelette von oben nach unten heruntergetorkelt kommen, die dich dann tatsächlich auch angreifen. Du kannst dir allerdings dann auch sehr schnell den Kopf vom Schädel trennen. Tragen die irgendwas oder was, nee. Habe ich das Gefühl? Was die, haben die eine Funktion, die ich erkennen kann? Die haben eine Funktion, und zwar Wache und Schutz. Die standen wohl oben rum und sind dann, auch ohne dass Mangrace noch lebte, haben die wohl den Befehl bekommen, dass sie euch angreifen. Die hätten dich jetzt auch angegriffen, aber A, du bist unsichtbar, was die wohl nicht so zu stören scheint, weil die eine magische Sicht haben, aber das sind halt keine Gegner für dich. Ich würde mich hier mal in diesen Vorräumen umschauen, ob ich da irgendwas entdecke, weil da stehen ja Käfige. Was ist A in diesen Käfigen drin? Also sind das noch lebende Menschen? Sind das Tote? Ja, also wie ich das beim letzten Mal schon beschrieben habe, überall könnt ihr ekelhafte Arbeitsgeräte finden. Überall liegt dieser ekelhafte Geruch über euch, über den Exponaten, über den, ja, du findest Kreaturen verunstaltet. Vielleicht sind das sowas wie chimärische Experimente, untote Gliedmaßen, die herangewachsen worden sind, Leichen, die wohl wiederbelebt worden sind und jetzt entweder mit Antrieb oder ohne Antrieb in den Käfigen sind, verwachsene Organe oder Körperteile. Du siehst dann wohl irgendwelche Einmachgläser mit pochenden Herzen, so wie ihr das auch schon gefunden hattet, ganz generell alle möglichen Organe. Du kannst Geister sehen, die in Geisterkäfigen gefangen geworden sind und da dann wohl versklavt werden. Weitere Kreaturen wie diese kristalloiden Zwerge. Also es ist ein scheußliches Sammelsurium eines Meisteralchemisten mit all seinen verschiedenen Ingredienzien und den Edukten. Sehe ich mit meinem Odem denn noch etwas Magisches, magische Bücher, Artefakte, Substanzen etc.? Also ehemals, du kannst Leichname von Wichteln erkennen, die entstellt und misshandelt worden sind, Versuchsanordnung, weitere chirurgische Messer, die wohl ebenso wie die von Elborum dann das Erkaian durchschneiden. Einige Wesen weisen wohl noch schwache Lebenszeichen auf also vielleicht war das mal sowas wie ein Einhorn, mittlerweile kann man es aber auch nicht mehr wirklich so erkennen. Also er hat hier wirklich verschiedenste magische Kreaturen gesammelt in den verschiedenen Räumen und Katakomben und sie nicht der Gnade des Todes überantwortet, sondern weiter an ihn orientiert und geforscht. Du kannst wohl sehen, wie einem ein Rohr, ein Hohlrohr in die Brust getrieben worden ist, damit da irgendwas an Flüssigkeit auseitert und es ist einfach nur ekelhaft. Also du schaust da gar nicht wirklich weiter hin, sondern es ist halt nicht nur Blut, was da rausfließt, sondern Eiter und Sekrete und schwarz geronnenes Zeug. Okay, eins von den Messern würde ich mal an mich nehmen und ich würde natürlich so vielen der Kreaturen zu helfen versuchen wie möglich. Ja, außer den Geistern würde ich auch allen die Gnade des Todes erweisen, wo ich mir sicher bin, dass das Entstellungen sind, Chimären und Tote. Also, selbst wenn das irgendwelche Wesen sind, die reden können, sicherlich werden auch einige Menschen dabei sein, die flehen auch euch einfach nur noch an, dass ihr sie töten sollt. Einige sind halt, wie gesagt, auch gehäutet, leben dann halt trotzdem weiter, auch wenn sie keine Haut haben und bitten dann nur noch darum, dass sie erlöst werden. Finde ich zusätzlich zu den magischen Büchern noch etwas über seine Forschung. Er forscht doch an diesen Kristallen aus
Nee, den Kristallen aus dieser Zwergenbinge forscht er doch meines Wissens nach. Ob es da irgendwelche Aufzeichnungen gibt. Ja, also du siehst viele Handelspapiere, die in diesem Schlamm und diesem Schmutz herumliegen. Auch Korrespondenzen, die nach Werheim gehen, wohl mit dieser Mirona Yaminario. Über Lieferpapiere und die Rituale, die dann Rassasor wohl dort ausführen möchte. Ganz schlau wirst du wohl nicht raus, da müsstest du ein bisschen mehr Zeit dann investieren, um die Papiere zu lesen. Die Kristalle werden wohl auch für verschiedene Möglichkeiten benutzt haben. Alles wohl irgendwie als Substitut für sein Retro-Elixier. Das ist sein Lebenswerk. Du kannst auch Dinge erkennen, die sind wohl noch datiert auf nicht auf Wahrung, sondern noch auf früher, auf Winhall. Da kam er wohl her. Dann würde ich diese Papiere, ich weiß nicht, wie viele Papiere sind, einfach mal jetzt als Unterlage für diese Elixiere nehmen, so ein bisschen ausstopfen, die Kiste damit. Ja, also es werden sicherlich tausende Seiten sein. Also tausend verknitterte Seiten. Erstmal reinstopfen. Erstmal alles verschrillt. Ja, genau, kannst du erstmal zusammensammeln. Ja, ich habe ein Auge drauf, was sich Abel mir da in die Taschen stopft. Ich stopfe in die Kisten, deswegen. Insofern okay. Als Auspolsterung also für die Elixier zum Beispiel. Ach so, ja, alles klar. Ja gut, ich bin ja auch mit den Sachen beschäftigt. Deswegen machen wir jetzt mal eine schöne große Sammlung von allem, was wir hier haben. Aussortieren können wir später immer noch. Gut. Ja, die oberen Räume könnt ihr euch wie gesagt auch nochmal ansehen. Durch den Keller seid ihr gekommen. Wenn ihr nach draußen mal durch die vergilbten Fenster schaut, da so ein bisschen an der Fensterscheibe reibt, die echt gelb verkrustet ist, könnt ihr wohl erkennen, dass die Wachen da wohl geflohen sind. Der Kampflärm scheint wohl aus dem Professor Ströger Kampf auch nach oben gedrungen zu sein, aber die sind einfach gegangen. Also es stehen auch keine weiteren Wachen davor, ist jetzt schon lange her, ist niemand gekommen. Hat keiner Lust, da in den Laboren nachzusehen, was da passiert ist. Vielleicht sollten wir trotzdem gehen. Wenn noch jemand hier auftaucht, könnte es zu Konflikten kommen. Greifenbund, ich sag das immer wieder gerne. Halte die Schnauze. Gibt es eigentlich sowas wie einen Alchemistenkoffer? Ein Archars Labor, das man transportieren könnte? Vermutlich kannst du dir einzelne Geräte zusammensuchen. Du kannst dir einzelne Geräte zusammensuchen, ja. Da würde ich mal so einen Archars Labor, also so einen Laborkoffer, so einen Analysekoffer zusammenstellen und den Unternehmen packen in die Kiste. Ehemals hat das so sicherlich viele, viele Abertausende Dukaten gekostet, aber es ist alles nur noch verranzt und verschimmelt, vergilbt. Du siehst auch nicht, dass hier, also du siehst keinen Betten, zumindest die von Lurith Mangrace nicht. Er hat nicht geschlafen. Die oberen Räume sind wohl noch sowas wie bewohnt, aber da gibt es auch nur noch diesen Platz und die Aufzeichnung von Professor Ströger. Mangrace hat Tag und Nacht gearbeitet. Du kannst auch weitere Schlafelixiere finden, die ihn dann vom Schlafen abhalten, wenn er die überhaupt noch gebraucht hat. Aber es gibt sonst keine. Er hat hier nicht gewohnt. Er ist nur noch getrieben. Seine alchemistischen Laboratorien, also seine Gerätschaften sind vermutlich besser in Schuss als der Rest des Gebäudes, vermute ich mal, weil kein Alchemist wurde ja mit irgendwelchen minderwertigen Gegenständen Mangrace schon. Das ist jetzt nur noch, er ist nur noch vom Dämon getrieben. Er hat nicht mehr wirklich gelebt. Gut. Und so könnt ihr, nachdem ihr die Sachen gesammelt habt, die Retro-Elixiere bzw. die Gegengifte eingenommen worden sind und ihr auch mit diesen beißenden Katzen an Husten gekämpft habt, könnt ihr dann verpackt in schwere Kisten euch überlegen, wie ihr jetzt hier verschwindet. Immer noch sind die Ghoul-Tunnel offen. Es gibt wohl einige Schaben, aber weitere Ghule habt ihr dann nicht mehr gesehen. Schmatzendes, fleischfressendes Geräusch. Wie geht's weiter? Moment, eine Frage noch. Finden wir auch die Kristalle, die er hier abgebaut, also beziehungsweise ja. Die sind definitiv aus deiner Binge. Jo, gut, dann würde ich gucken, dass wir irgendwo ein sicheres Transportbehältnis für möglichst viel von dieser Kristallproben finden und dann auch mitnehmen. Was machst du eigentlich mit den Elfen, mit diesen großen Feen, die da gefangen wurden? Die habe ich befreit. Wichtel. Sind jetzt hier, schwirren die rum oder laufen die rum? Die Wichtel wollen auch sterben, also die kleben dann an euren Beinen, rütteln an deiner Hose oder sowas oder an deinem Rock und wollen dann einfach erlöst werden, weil dem einen fehlt ein Arm, dem anderen fehlen beide Beine, die wollen sterben. Nur die Fee, die halt gerade bei Boltax wieder am Bart sitzt, guckt da Boltax, sie hat auch so ein bisschen Blütenstaub in dein Bart gekotzt, aber... Ich glaube, die hat man zurückgelassen im Hotel, glaube ich. Nee, Asavo hat die mitgenommen. Ach so. Alles klar, ich hab's verstanden. Genau, aber ihr wisst nicht, wo die herkommt, aber Asavo hat wohl mitgedacht. Ja, alles klar. Er war nützlich.
Nicht für die also, Fee. Soll ich jetzt dieses Elixier trinken? Oder hat jemand was gefunden, dass ich wieder sichtbar werde? Ja, du wirst auch ein Gegengift für deinen Unsichtbarkeitselixier Qualität F gefunden haben. Ist jetzt die Frage, ob du es trinken willst. Du bist ansonsten also, 300 unsichtbar. Ich meine, an sich ist das natürlich mit der Unsichtbarkeit vielleicht gar nicht schlecht für uns. Aber dann weiß halt jeder, dass ich hier war. Moment, aber du kannst es ja noch etwas warten, bis du das Unsichtbarkeitselixier trinkst. Du kannst an den Orks vorbeigehen, diesen Schamanen abstechen und bam. Hervorragende Idee. Aber ich dachte, ihr seht noch meine Sachen. Ja, aber ich denke, die Waffe kann man ja sicherlich irgendwie magisch verbergen. Und aber müssen wir diesen Schamanen denn unbedingt abstechen? Ja, Lan, halt's Maul. Ja, müssen wir. Alter, ich umarme ihn erst einmal. Streichelt ihn durch den Bart. Ja, ja, energisch, bestimmt, aber sanft. Vielen Dank, Boltax, wir haben's alle gedacht. Ja. Würfel mal eine Selbstbeherrschungsprobe, Boltax. Okay. Klar, in meinem Bart ist noch die Kotze von der Fee. Ja, das ist mir egal. Blütenstaub ist das. Richtig, den Blütenstaub bürste ich dir da jetzt sehr liebevoll heraus. Okay. Nun kommt dann, Freunde, lasst uns doch diesen Ort verlassen und erst einmal zurück in unser Hotel kehren. Ja, also wenn ihr die Kisten hier stehen lasst, könnt ihr die natürlich tun. Mit Kisten zu fliehen oder zu gehen ist halt schwierig. Ich trage keine, ich muss schon Boltax tragen. Raffin. Geht ja. Einmal voraus und schaut mal, ob der Weg frei ist. Und wenn er nicht frei ist und ihr uns Weg freiräumen könnt, dann macht das. Also ihr meint durch die Ghoul-Tunnel? Ist egal, ihr seid unsichtbar. Ja, aber ich habe ja keine Waffe. Dann nehmt euch eine Waffe. Ja, aber dann seht ihr mich ja. Aber Raffin, du brauchst keine Waffe. Du brauchst Raffin, was aufs Maul. Ihr seid eine Waffe. Geht jetzt. Ja, wenn du nach draußen vor das Haus gehst, die Mauergasse 3 ist völlig verlassen. Die Wachen sind verschwunden. Du weißt nicht wohin. Es gibt keinen Alarm. Sie sind einfach weg. Aber du kannst erkennen, die Gasse, hinter der ihr euch gezwängt hattet und da, wo die Ghoul-Tunnel abgezweigt sind, du kannst da jetzt tatsächlich ein bisschen Krach hören und siehst da, wie jetzt 5 Flüchtlinge mit ehemals Beilunker-Wappen die Ghule aus diesen Ghoul-Tunneln herausziehen, allesamt jetzt diese Leichen aneinander gebunden haben, also mit so einem Seil um die Füße und dann Fuß an Fuß an Fuß, dass sie dann so viele Ghule aneinander gebunden haben, die sie jetzt irgendwie wegziehen oder wegtransportieren wollen. Sie unterhalten sich da wohl über die vielen Kartoffeln, die sie dafür bekommen können. Ja, wir gehen trotzdem durch die Ghoul-Tunnel. Also ich schau mir einmal draußen um, aber ich bin zwar unsichtbar, aber der Rest nicht. Ich würde schon mal zum Ghoul-Tunnel laufen, schauen, ob ich da irgendwelche Ghule sehe. Ghule nicht mehr. Du hörst sie wohl doch irgendwo keckern, aber weit weg. Also die haben keine Lust auf weitere zerstückelt zu werden. Enttäuschend. Ja, ich würde zu den anderen zurückmarschieren. Also, durch die Tunnel kommen wir ohne Problem. Ich weiß nur nicht, ob wir mit unserem Zeug durch die Stadt laufen wollen. Haben wir nicht noch unseren Wagen? Der steht aber mit dem Teriak in dem Hotel. Wir müssen den Teriak abladen, den Wagen holen. Teriak wurde bereits abgeladen. Dann den Wagen holen, vorfahren hier und die Kisten auf den Wagen laden. Wir könnten uns auch einfach gleich groß auf die Stirn schreiben, wir haben Mangrave umgebracht, das ist ein bisschen unauffälliger. Vielleicht finden wir einen Nebenausgang aus diesem Tunnel, den wir genommen haben, um hier reinzukommen. Was geht denn draußen überhaupt vor? Sind da noch Wachen? Nö, da sind nur irgendwelche Flüchtlinge, die klauen unsere Kartoffeln. Hä? Ja, für die Ghule gibt's ja Kartoffeln. Oh, das könnte gefährlich sein. Wenn irgendein, naja, Wächter von der Drachengarde dahinter steigt, dass diese Flüchtlinge unmöglich so viele Ghule erschlagen haben könnten, dann könnte das eventuell zu Nachforschungen führen und wir könnten Ghule in Zukunft wahrscheinlich als Möglichkeit voranzukommen ausschließen. Boltax, diese ganze Scheißstadt ist komplett untertunnelt von diesen Mistviechern. Denke nicht, dass sich die gar dafür interessiert. Weiß ich nicht. Ich will doch auch diese Gude loswerden. Ist doch denen egal, wer die umbringt. Hauptsache, die sind kaputt. Ja, aber wenn das so schlaffig sind, wie die wir vor dem Tor gesehen haben, die glauben denen doch niemals, dass die 50 Gude oder so abgeschlachtet haben. Na, dann glauben sie es ihnen halt nicht. Dann werden die denken, das wären irgendwelche Kriminellen gewesen. Das kann uns doch egal sein. Außerdem haben die schon draußen vermutlich mitgekriegt, dass
wir den Typen da oben umgebracht haben. Also ich bin dafür, wir schaffen die Kisten auf den Nebenweg heraus, wie wir hingekommen sind, schaffen den Wagen zu diesem Nebenausgang und bringen diesen Wagen dann zum Hotel. Ja, Rafim, habt ihr euch vielleicht draußen umgeschaut? Habt ihr gesehen, ob dieses Gebäude einen Innenhof hat, wo vielleicht ein Handkarren oder so etwas ist? Dann müssten wir nicht den ganzen Weg zurückgehen und mit der Kutsche und überhaupt. Rafim, kannst du diejenigen, die da die Gule zusammenkarren, nicht einfach erschrecken? Du bist ja unsichtbar. Du machst ein bisschen Buhu. Ah, ich werde euch für immer heimsuchen. Sodass sie uns nicht sehen, wenn wir herauskommen. Ansonsten würden sie unsere Gesichter eventuell erkennen. Und wäre nicht so gut. Haben wir dafür nicht die Masken auf? Es wird hier nicht so viele Zwerge in dieser Stadt geben. Und ich meine, wenn man mich als Zwerg identifiziert, liegt der Schluss nahe, dass meine restliche Begleitung, nun ja, ihr seid. Ich bin mir sicher, wenn wir ihnen die Sache vernünftig erklären, werden sie schon Einsicht zeigen. Kannst du bitte die Fresse halten? Ehrlich mal, ihr erinnert mich an einen Elf, mit dem wir eine Weile gereist sind. Und wenn es die Sache friedfertiger für euch macht, werde ich ein wenig weniger. Also, ich habe ja nichts gegen euren Plan, aber wenn wir halt mit Alchemika hier rausmarschieren, dann wird halt jeder wissen, dass wir Mangrave umgebracht haben. Wir marschieren mit Kisten heraus, nicht mit Alchemika. Und ja. Auch nicht direkt aus dem Haus, sondern aus dem Nebenausgang. Genau. Das also aus den Ghoul-Tunneln wollt ihr dann rauslaufen, aber das ist halt auch nur eine Straßenecke von hier weg. Das ist euch klar. Und die sind auch nicht alle komplett bescheuert hier. Die werden das schon merken. Also nehmt vielleicht das mit, was ihr unbedingt mitnehmen müsst. Lasst den Rest hier und den Rest holen wir dann, wenn wir ihn brauchen. Gut, ich glaube jetzt nicht, dass wir so einen Schnickschnack wie Eulentränen direkt brauchen. Das ist richtig. Ein guter Zwerg kann ja auch ohne Eulentränen gut im Dunkeln sehen. Wie wär's, wenn wir die Kisten hier in den Ghoul-Tunnel lassen und nur das mitnehmen, was wir brauchen? Oh ja. Wenn ich dazu etwas sagen kann, warum lassen wir die Sachen nicht einfach hier? Es wird sowieso keine Mangrace Labor betreten, die Alchemisten sind tot. Und wenn wir irgendwas brauchen, holen wir es uns hier. Wie auch gesagt. Gehen wir jetzt unbemerkt in das Hotel. Wie, das überlasse ich euch, aber Kisten können einfach hier stehen bleiben. Also wenn ihr wollt, können wir ins Hotel gehen und ich sage, Mangrave ist so ein Hurensohn. Jetzt bin ich unsichtbar und dann täuschen wir halt vor, dass er noch lebt. Aber nicht, dass irgendjemand nach ihm fragen wird. Auch wieder so zurückgezogen, wie er war. Oder schaut euch die Laboratorien an, zugestellt, Kiste um Kiste. Ja, aber nicht, dass er sich in den letzten paar Wochen aus seinem Keller rausgetraut hat, den wir doch gefunden haben. Und in einen Hurensohn zu nennen, wäre doch nichts ernannt. Er scheint auch nicht der beliebteste Bürger der Stadt zu sein, also... Ja, dann schnappt euch die Tränke, die ihr braucht oder die ihr glaubt, die wir brauchen. Dann gehen wir durch die Ghoul-Tunnel, wir gehen ins Hotel und dann überlegen wir uns, was wir machen. So. Und dann müsste Tyrion uns noch verraten, ob er Sachen mitnehmen möchte, die er studieren mag. Bücher. Die Bücher würde ich wahrscheinlich in meinen Rucksack packen. Weiß nicht, wie groß sie sind, aber ob die reinpassen? 3 Bücher? Whatever? Boah, das sind halt schon richtig große Dinger, ne? Oh. Willst du die Aufzeichnung von Mangrace aus Inhalt noch haben oder sagst du, die brauchst du erstmal nicht? Die brauche ich wahrscheinlich jetzt erstmal nicht, die würde ich später studieren. Ja, du kannst ein Buch kannst du mitnehmen, die anderen liegen da halt noch weiter rum, aber ja, genau. Das sind ja richtig dicke Quarten. Ja, ne? Ja. Alles klar, dann nehme ich ein Buch mit und dann. Kann ich auch eins von den Büchern mitnehmen? Als Beschwerung kannst du es mitnehmen, ja. Ja, perfekt. Gut, dann könnt ihr. Ich knuddel ihn trotzdem den ganzen Weg über und heb ihn hoch. Ja, dann könnt ihr wieder zurück in euer Hotel. Es ist immer noch spät nachts. Mittlerweile schreiben wir sicherlich den dritten Travier oder Leugramot, wie wir dann ihn hier nennen, den Monat. Und könnt dann das erste Mal in eurer Suite übernachten. Die Betten sind hochbequem. Isarun bzw. Sanistra und Tionen bzw. Abelmir könnt dann auch wohl noch abschirmende Glyphen erkennen, die gegen Geistererscheinungen und Albträume helfen. Also auch daran wurde gedacht.